Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und willkommen zurück. Und hier riecht es leicht nach Klebstoff, mein Headset ist hingeflogen, wieder mal. Ihr kennt wahrscheinlich mein Broken Headset, wenn nicht, poste ich das die Tage auf Facebook, dann könnt ihr es auch mal sehen. Ja, und es ist wieder kaputt gegangen, ich habe es wieder kleben müssen. Und es riecht jetzt arschstark nach Uhu. Boah, es war richtig krass, heavy. Und danke, dass ihr mich aufgemuntert habt, dass das keine Blümchen sind, sondern Raps. Aus Gelb wird dann irgendwann grün. Und mir hat einer gesagt, man kann diese scheiß Vogelscheuche da hinten mal umfahren. Das werden wir jetzt auch tun. Weil die geht mir sowas von auf den Sack. Mit voller Geschwindigkeit auf die Vogelscheuche zu. Like a boss. Bam. Wunderbar, weg das Ding. Die eh nur genervt. So, die andere Seite, da muss eigentlich noch bewässert werden. Aber wie und so weiter, weiß ich noch nicht. Mal kurz anhalten hier. Dann nehme ich das Ding wieder auf. Mit dem alten Trecker hier. So. Wunderbar, er macht es noch vernünftig zu Ende. Denn wir fahren noch mal eine Ladung irgendwas wegfahren. Damit wir uns die große Spritze kaufen können. So, mit dem neuen Trecker sind wir natürlich um einiges schneller unterwegs und das ist echt vorteilhaft. Und übrigens danke für die Kommentare, wo die Mühle ist und so weiter. Finde ich echt gut. Da können wir nämlich eine ganze Ladung jetzt mal abbringen. Oh. Okay, das ist jetzt doof. Viel ist das jetzt nicht. Lassen wir das drinne. Schauen wir mal nach, was noch so gut Geld bringt. Raps ist natürlich führend. Aber Gerste wäre auch noch eine Möglichkeit. Gerste. Müsste ja dann das Symbol sein, oder? Moment. Das ist Mais. Ja, Weizen. Wer pflanzt Mais an? Ja, jetzt ist die Frage. Dann fahren wir irgendwas weg. Hauptsache es gibt Geld. Nehmen wir jetzt mal das hier. Einmal voll machen, bitte. Wunderschön. Jetzt sind wir natürlich wesentlich schneller unterwegs. Ich bring das jetzt irgendwo hin. Aus dem Grunde. The fuck, das Spiel kommt mir so laut vor. Ich weiß gar nicht warum. Sehr kurios. Ich bring das jetzt da vorne zur Fabrik.
eine Kapelle. So. Bringt nicht viel Geld, aber ein bisschen. Davon können wir uns locker die große Spritze kaufen. So, mit Vollspeed zurück. Moment. Kann ich ja kurz hier in den Shop reingucken. Geräte. Da. Die Monsunspritze. Es gibt aber auch, glaube ich, einen Traktor war das. Der als Spritze dient. Wenn ich mich nicht irre. Da ist er. Selbstfahrspritze, aber viel zu teuer. Das heißt, wir kaufen uns erstmal das gute Stück. Huch. Fahren dann mit Höchstgeschwindigkeit zurück. Stehen wir uns. Ah ne, es regnet ja noch nicht. So, da ist die kleine Spritze. Oh ja, die hat eine verdammt gute Länge. Oha. Na, das nenne ich mal professionell. Mit der Spritze irgendwie was zu bewässern, das ist ja kinderleicht. Das ist ja schon dann eher lachhaft. Zack, so, hier kurz anhalten. Mal schön auffüllen. Kostet wahrscheinlich wieder gut Knete. Aus geht. Habe ich schon Schlimmeres erlebt. Der scheint. Naja. Er ist nicht fertig. Das sieht nur so aus. Jetzt sind wir fertig hier. Wunderbar. So, dann parken wir hier vorne noch schön gemütlich. Ja, die Spritze ist voll. Jetzt fahren wir hier auf das kleine Feld. So, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen mit dem kleinen Ding hier. Oh ja. Eine stattliche Größe hat das ja. Und macht es auf jeden Fall Millionen mal einfacher. So war das, genau. Ja, das ist doch godlike. So muss es aussehen. Oh, 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 da kommt was. Ach, das wird gar nicht bemerkt. Das wird einfach ignoriert und mitgespritzt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So eine. Huch, was war das? Achso.
Rest des Landes noch spritzen und dann haben wir das auch schon fertig. Es hätte mit der kleinen Spritze so verdammt ewig gedauert. Jetzt mit der großen ist das ja ein Klacks. Ist ja schon eher lachhaft. Es ist lachhaft. Kein Klacks, es ist lachhaft, definitiv. So. Dann machen wir hier direkt weiter. Das schön wächst alles. Wir wollen ja schön große, starke Pflanzen haben. Schön bewässern. Ordentlich aus, würde ich mal so behaupten. Und aber na okay, einklappen sollten wir sie, sonst verbraucht sie zu viel Platz. Einklappen, genau. Du bist ein Schatz. Boah, auf den kleinen engen Raum so viel. Dann können wir jetzt unter den Geräten die Mini-Spritze verkökern, wenn wir sie finden. Da ist sie. Verkaufen. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Genau, die ist weg. Die brauchen wir erstmal nicht. So, was wächst hier Schönes vor sich hin? Ah, so sieht das Ganze dann aus. Okay. Sieht doch vernünftig aus, das Feld hier, würde ich sagen. Das sieht auch ganz solide aus. Bisher noch nichts wächst, aber naja. Das wird sich mit der Zeit hoffentlich ändern. Dann würde ich sagen, dass wir mal schauen auf der Map. Das nächste Feld... Ne, Moment. Der nächste Gegenstand, den ich gerne hätte, wäre ein Rasenmäher. Wäre dann dieser hier. Wunderbar. Den holen wir uns direkt mal ab. Einfach nur, um das Gras hier mal abzumähen, um Heuballen zu machen und so ein bisschen. Laut einem Abonnenten von mir soll das wieder nachwachsen. Huch. War irgendwie ein bisschen zu flott, würde ich behaupten. Oha. So, ich würde mal sagen, dass wir jetzt gemütlich Rasen mähen. So, senken. Wunderbar. Sieht ja aus wie gekonnt und nicht gewollt. Oder anders, keine Ahnung. Sieht doch ganz solide aus.
So, dann habt ihr gleich wieder eine Aufgabe für mich. Ich für euch. Und zwar müsst ihr mir verklickern, wie ich das Gras hier aufgehoben bekomme, mit welchem Ding. Und ich bitte euch darum, bitte zu sagen, was ihr mir da empfehlen könnt. Es gibt ja so viele Gerätschaften mittlerweile, die ich gesehen habe. Und naja. Setzen hier. Irgendwie gefällt mir Rasenmähen hier im Spiel. Sieht ganz lustig aus alles. Wie gesagt, ihr müsst mir dann dringendst helfen, wie ich was machen muss hier, um das Gras dann letztendlich irgendwie zu verwenden. Und besonders wofür. So. So, einmal das Mahlwerk abgestellt. Und dann können wir mal schauen, was es sein könnte, was ich brauche. So, der Zettel, was Z-Kreisel ermöglicht es ihnen, gemähtes Gras zu wenden und damit dessen Trocknung zu fördern. Okay. Okay, naja, ihr wisst da schon Bescheid, da weiß ich nicht drüber Bescheid. Ich den hier. Ich habe auch nicht mehr so viel Kohle, sehe ich gerade, aber wir haben Gras gemäht. Immerhin. Dann schauen wir mal bei unserem Feld vorbei, wie das jetzt aussieht. Hier ist schön gewachsen, wie man sieht. Oh ja. Richtig schick. Sieht's auch gut aus? Ja, freut mich doch alles. Gut, Leute, das war's erstmal. Der Klebergeruch liegt in meiner Nase ziemlich stark. Track, den parke ich noch irgendwo. Stellen wir uns jetzt hier vorne hin irgendwie. So. Mal kurz das da noch lesen. So, willkommen. Wunderbar. Ja, und hier ist die Tankanlage. Wunderbar. So, mein Name ist Herbert von GamerTV. Bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute.